noch zur Abwechslung mit dem Polizei, mit einer Polizeikutsche durch die Gegend kommen. Das ist mal was anderes, ne? Wir stellen jetzt keine Fracht. Erinnerungen. Der Ghost Club untersucht die Umstände, die zur Festnahme des verwirrten Assassinen führen. Sie können sich wirklich nicht erinnern, warum Sie in dieser Zelle gelandet sind. Ich erinnere mich an dasselbe wie die anderen Opfer. Eine silberne Uhr, den Klang einer Glocke und eine Art Schatten. Etwas Silbernes und der Klang einer Glocke. Was? Was? Ich muss sagen, Sie sehen sehr müde aus. Ja. Ich bin sehr, sehr müde. Natürlich. Jetzt werden Sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen, nicht wahr? Ich werde nun einen klitzekleinen Auftrag für Sie erledigen. Sie haben mich eine Menge Geld gekostet, also halte ich es für fair, dass ich meine Taschen mit Spenden der Einwohner Londons auffülle. Sie werden das Geld für mich stehlen, nicht wahr? Ja, ich werde das Geld für Sie stehlen. Sind wirklich schummrig bei dem komischen Bild. Hey, nimm deine Hände weg, du Ach, 5 Pfund. Hallo, ich denke, hier geht's um Summen. Wie jetzt? Mietz, mietz! Gut, sehr gut. Also, Kriminelle wie Sie sollten nicht frei herumlaufen. Sie werden sich der Polizei stellen, nicht wahr? Der Polizei. Oh,
Und wenn sie das tun, werden sie einen dümmlichen Tanz für sie aufführen. Sie haben mir einen Schrecken versetzt. Sie stammelten von einem Mann namens Ezio. Ezio Capelli. Zwar kein Dämon, aber ein Hypnotiseur. Na komm raus. Ich glaube, jemand ist hinter mir her. Mr. Capelli sagt, ich werde mich hinterher ermitteln. Capelli lassen. Ich nehme alles, was aus Silber ist. Tötet ihn! Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein Kind? Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Was? Nein! Tue ich nicht. Sie befinden sich auf dem Holzweg. Nicht wahr, mein Kind? Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Was? Nein. Dann tue ich nicht. Was war das für ein Geräusch? Geh uns hier nach. Oh Mann! Hier auf dem Holzweg. Nicht wahr, mein Kind? Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Was? Nein. Tue ich nicht. Ist da sonst noch jemand im Haus? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh nein, das gibt's doch jetzt nie. Mein Kind? Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg.
Was? Nein, tue ich nicht. Man geht doch einfach nur in diese Scheißbuchte da rein. Nicht wahr? Ja, ich bin kein Italiener. Das gehörte zu meiner Rolle. Niemand will einen britischen Hypnotiseur sehen. Ach, hören Sie auf. Ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen. Ich will, dass Sie die Klappe halten. Kennen Sie einen Dr. John Elliotson? Hab den Namen nie gehört. Dachten Sie wirklich, dass Mesmerismus wirken würde? Was erlauben Sie sich? Ich bin Hypnotiseur! Das tut gerade wirklich weh. Mann, was ist denn hier los? Kommt Leute fort. Können wir das nicht anders lösen? Stellt mir diese scheiß Kutsche im Weg, das glaube ich doch jetzt nicht. Das hält meinen Körper nicht aus! Nein. Ach nein. Geht weg da. Geht doch da weg. Zeit, dass sie gestehen und ihre Opfer von ihrem Bann befreien. Thank you.
So. Jetzt aber endgültig dorthin, wo ich eigentlich hin wollte. Dreifache Entführung. Nee, ich wollte eigentlich schnell reisen. Ach, das ist der Helix-Glitch. God save the Queen. Jacob und Ross sterben, streben die Gefangennahme dreier Geschäftspartner Starix an und dessen Kontrolle über den Bezirk zu schwächen. Jacob! Er ist wunderschön, oder? Ich habe die perfekte zweite Tour für uns. Ach so? Wir müssen uns etwas borgen. Drei von Starks Galgenstricken werden schon bald verschwinden. Ah, du bist ein Teufel. Oh, und dieses Mal komme ich mit. Macht keinen Sinn, dass du den ganzen Ruhm einstreichst. Und dann auf zu meiner Kutsche! Lewis! Du weißt ja, wie das läuft. Du fährst. Diese feigen Stiefellecker von Starek haben eigene Kerker gebaut. Die reinste Verschwendung. Weil sie lieber Gangs aufgebaut hätten? Nein, nein. Warum bauen, wenn man frei fließen kann wie das Meer? Ich würde nie jemanden einsperren. Oh nein, niemals, oder? Und was ist mit deinem Vogel? Der würde auch... Ich kann sagen, dass mir die National Gallery nie langweilig wird. Warum interessiert sich Starek überhaupt für Kunst? Bring du deine Kutsche rum und warte auf die Fracht. Das wird nicht lange dauern. Hier muss doch jemand diese Hattie Wallet erkennen. Ich suche nach Miss Hattie Cadwallader. Hab sie nicht gesehen, aber ich weiß, was sie vorhatte. Und das wäre? Kunststibitzen. Sie hat in der Nähe eine Statue gestohlen. Statue muss doch hier irgendwo sein. Ein Sockel, die Statue scheint zu fehlen. Ja, wo ist diese Statue? Hallo. Hey, Kleiner. Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Ich weiß, wer sie geklaut hat, Sir. Miss Cadwallader? Sie versteckt sich in der Kloake.
Die Kloake, na klar. Halt! Hier runter! Da runter! Warum die Kanalisation? Starrick, dass seine nächste Lieferung auf dem Weg ist. Und sagen Sie ihm auch, dass ich diese Arbeitsbedingungen leid bin. Ich bin nicht in Starricks Auftrag hier. Wessen dann? Maxwell Roth lässt schön grüßen. Hier kommen wir, ne, doch hier kommen wir raus. Oh, Miss Cadwallader. Welch angenehme Überraschung. Sie werden von Mr. Starrick hören, Roth. Warum das Alhambra? Da freue ich mich schon. Jeder gute Kriminelle muss seinen unrechtmäßigen Gewinn irgendwo investieren. Und was ist besser, als die Welt mit etwas leichter Unterhaltung abzulenken, während man das tut? Ach komm schon. Hat man nicht weiß, dass er nicht auf den Triumph genießt, wenn ein Stück gut ankommt. Bravos und Acapos? Die Kritiken? Ich genieße gute Unterhaltung, Jake. Ah, ja klar. Das Wohnzimmer von Starricks Sicherheitschef. Einen gewissen Benjamin Graphics. Wer sich mit ihm anlegt, verschwindet gerne ohne Vorwarnung. Wir werden uns sicher gut verstehen. Sei vorsichtig. Wo er ist, sind seine Wachen nicht weit. Thank you.
soll denn das? Schickt sie Ruth, der Verbrecher. Sie verwechseln Ihre Verbrecher, Mr. Ruffles. Der Mann, für den Sie arbeiten, ist der wahre Verbrecher. Mein wohlriechender Ruffles, wie überaus schön, dich wiederzusehen. Ach, zur Hölle! Und jetzt ab mit dir nach hinten. Ah, lass mich. Ah, komm schon. Abmarsch. Und jetzt fährt noch Nummer 3. Hey! Was soll denn das? Schickt sie Ruth, der Verbrecher. Sie verwechseln Ihre Verbrecher, Mr. Ruffles. Der Mann, für den Sie arbeiten, ist der wahre Verbrecher. Wer ist dieser Louis, der für dich arbeitet? Ha, ein seltsamer Vogel, oder? Kam vor ein paar Jahren zu mir. Er ist immer sehr ernst. Aber auch immer sehr gut. Und er hat noch viele andere Talente. Nach wem suche ich? Chester Swinburne. Tagsüber ein Pooler und ein Spitzel bei Nacht. Wenn wir ihn entfernen können, kappen wir Starricks Verbindung zur Polizei. Muss gut sein in dem, was er tut, wenn diese Scharade schon so lange läuft. Das ist er wirklich, mein Freund. Bei so vielen Bobbys kriege ich eine Gänsehaut. Willkommen bei Scotland Yard. Na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch, werde ich. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Scheiße! So, nächster Versuch. Oh, oh, da zum Rücken. Okay, die darf ich nicht ausbeuten. Ach, das ist ja wieder... Ist klar. Hm.
So, diesmal müssen wir erst hier draußen aufräumen, das nützt nicht. Sonst sehen wir kein Land. Ich behalte den Busch. Kann ich Ihnen helfen? Glauben Sie, Sie kommen damit durch, nur weil Sie da drüben sind? Das war übrigens nicht ich mit der Rauchbombe. Ich muss Sie bitten, weiterzugehen. So, jetzt sollte ich freie Bahn haben. Den behalte ich im Auge. Na, Swinburne, machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch, werde ich. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Lange nicht gesehen. Du hast dich wirklich gehen lassen. Eine Schande. Na? Also los! Das war's für dich! So, jetzt haben wir sie alle drei. Ganz ruhig. Tolle Arbeit. Besuch mich wieder im Alhambra. Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto. Amüsements. Abad. Tja, da guckst du ein bisschen komisch. Dreifache Entführung. Niemanden in den Zielgebieten töten, kein Ziel entkommen lassen. Naja.